Jetzt in Brandenburg aktuell. Flugschüler erneut wegen Gewalttat in der Luft verurteilt. Verwirrspiel um Zahlen der Kriminalitätsstatistik. Und heute vor 60 Jahren die erste DDR-Jugendweihe. Guten Abend, Brandenburg, und ganz herzlich willkommen. An meiner Seite heute Manina Ferrer-Allenbach für die Nachrichten. Einen schönen guten Abend. Tag 4 nach dem dramatischen Flugzeugabsturz in Südfrankreich. Es fällt immer noch schwer zu begreifen, dass der Co-Pilot mit Absicht gehandelt haben soll. Vielleicht kann man das aber auch gar nicht begreifen. Heute wurde bekannt, dass der Mann krankgeschrieben war. Isman Alboga mit den neuesten Ermittlungsergebnissen und mit den ersten Reaktionen der Fluggesellschaften auf das Unglück. Wer heute in Schönefeld mit EasyJet fliegen wollte, konnte sicher sein, dass im Cockpit während des Flugs mindestens zwei Crewmitglieder sind. Die Fluggesellschaft gehört zu den ersten, die diese Regelung jetzt eingeführt hat. Die Reisenden sind aber skeptisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so einen Unterschied macht. Wenn sich jemand zum Ziel setzt, halt viele Menschen umzubringen, dann wird ihn das nicht aufhalten. Eine Person kann eine andere auch überwältigen und in dem Fall wird es dann auch nichts ändern. Man kann sowieso nie hundertprozentig irgendwas ausschließen. Insofern, ob jetzt da einer mehr guckt oder nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas sowas in der Art nochmal vorkommt, ist doch jetzt relativ gering. Hoffentlich. Vor 3 Tagen aber ist der Co-Pilot, nachdem der Kapitän kurz rausging, wohl absichtlich in den Tod geflogen und dabei 149 Menschen mit sich gerissen. Montebauer in seinem Elternhaus, auch hier suchen die Ermittler nach Motiven. Ein Abschiedsbrief wurde nicht gefunden, auch keine Anhaltspunkte für eine politische oder religiöse Tat. Die Durchsuchung brachte jedoch Hinweise auf eine Erkrankung. Der Umstand, dass dabei unter anderem zerrissene, aktuelle und auch den Tattag umfassende Krankschreibungen gefunden wurden, stützt nach vorläufiger Bewertung die Annahme, dass der Verstorbene seine Erkrankung gegenüber dem Arbeitgeber und dem beruflichen Umfeld verheimlicht hat. Offenbar war der 27-Jährige seit längerem in psychiatrischer Behandlung, berichten Medien. Doch was genau mit ihm los war, weiß man noch nicht. Fassungslosigkeit gegenüber einer Einzeltat. In den sozialen Netzwerken ist die Anteilnahme groß. Lass den Kopf nicht hängen, Germanwings, schreibt ein User. Ungebrochen auch die Trauer um die toten Schüler in Haltern. Bundespräsident Joachim Gauck ist heute in die Stadt gekommen, um Trost zu spenden. Ich habe in der Mitte gesessen und das Schluchzen gehört der Menschen, die ihren Verlust betrauern. Und ich wollte mit ihnen trauern. In den französischen Alpen laufen indes die Bergungsarbeiten sowie die Suche nach dem zweiten Flugdatenschreiber weiter. Es ist ein völlig anderer Fall, über den wir jetzt sprechen. Der wichtigste Unterschied: am Ende dieses Fluges gab es keine Toten. Aber es gibt auch durchaus Parallelen. Im Sommer 2013 greift ein Flugschüler seinem Lehrer während des Flugs mit einem Stein an. Laut Staatsanwalt will er einen Suizid begehen. Doch kann man ihm das wirklich nachweisen? Das war heute vor dem Landgericht Frankfurt-Oder die entscheidende Frage. Markus Woller. Was genau geschah in den letzten Sekunden vor dem Absturz? Wollte dieser griechische Flugschüler sich vor 1,5 Jahren wirklich umbringen, seinen Lehrer dabei absichtlich mit in den Tod nehmen? Ja, entschied das Frankfurter Landgericht noch vor gut 1 Jahr. Wirklich beweisen lässt sich das nicht, entscheiden heute die Richter im Revisionsverfahren. Ein Schock für Fluglehrer Winfried Gebhardt. Das ist ja völlig unglaubhaft. Er erschlägt, will mich erschlagen, schafft es bloß nicht, drückt mir die Augen aus, dann sieht der Pilot nichts mehr, dann muss das Flugzeug ja zerschellen. War keine Selbstmordabsicht. Das ist unfassbar, ist das für mich. Der Vorwurf des Mordversuchs ist mit dem neuen Urteil vom Tisch. 7 statt 9 Jahre Haft, so das Strafmaß. Als bewiesen gilt demnach ein Eingriff in den Luftverkehr und eine gefährliche Körperverletzung gegen den Fluglehrer. Rückblick. Im Sommer 2013 steigen beide von Strausberg aus zu einer Übungsstunde auf. In 1500 Metern Höhe zückt der Grieche plötzlich einen Stein aus seiner Tasche, schlägt 3-mal auf den Kopf des Piloten ein. Der wehrt sich, es kommt zu einem Gerangel. Die Maschine geht vor der Notlandung schon 3-mal in den Sturzflug, so die Kammer heute. Was sie noch feststellen konnte, ist, dass der Angeklagte bei dem Gerangel und bei den Sinkflügen des Flugzeugs durchaus erkannt haben soll, dass das sehr gefährlich ist und in dieser Situation auch billigend in Kauf genommen haben soll, dass er und der Nebenkläger dabei auch zu Tode kommen könnten.
Der Richter hält den Griechen für psychisch auffällig. Deshalb sei schlicht nicht eindeutig klar, was er mit der Maschine wirklich vorhatte. Ein Tötungsvorsatz sei so nicht nachweisbar. Die Verteidigung zeigt sich damit zufrieden, könnte aber noch einmal gegen das Urteil vorgehen. Opfer Winfried Gebhardt hält es mit Blick auf die jüngste Katastrophe vor wenigen Tagen für ein falsches Signal. Für meine Begriffe ist eine Einladung, ihr könnt es nachmachen, es passiert nicht viel. Ja, harte Worte. Gleich bei uns die neuen Zahlen zur Kriminalität. Gibt es mehr Delikte oder weniger? Die Antwort nach den Kurzmeldungen mit Manina Ferrara-Erlbach. Der Bundestag hat heute die Pkw-Maut beschlossen. Und das, obwohl es offene Zweifel an den erhofften Einnahmen und der EU-Zulässigkeit gibt. Die Opposition bezeichnet die neue Abgabe als unsinnig. Scharfe Kritik kommt auch von Automobilclubs, Umweltverbänden sowie Industrie- und Handelskammern. Die Pkw-Maut wird ab 2016 für Fahrten auf Autobahnen und Bundesstraßen erhoben. Fahrer aus dem Ausland sollen nur für die Nutzung der Autobahnen zahlen. Der genaue Termin der Einführung ist aber noch offen. Die Höhe der Jahresmaut für deutsche Autofahrer richtet sich nach Größe und Umweltfreundlichkeit des Fahrzeugs. Sie liegt zwischen 74 und 130 Euro. Im Gegenzug werden sie durch eine geringere Kfz-Steuer entsprechend entlastet. Für ausländische Fahrer gibt es neben der genauso berechneten Jahresmaut auch die Möglichkeit einer 10-Tages-Maut. Diese kostet dann zwischen 5 und 15 Euro. Oder einer Maut für 2 Monate zu einem Preis zwischen 16 bis 30 Euro. Die Bundesregierung erhofft sich auf diese Weise jährliche Einnahmen von 500 Millionen Euro. Allerdings ist fraglich, ob die Europäische Kommission diese Pkw-Maut für zulässig hält. Bei einer Ablehnung müsste die Mautregelung verändert oder abgeschafft werden. 25 Jahre genossen ostdeutsche Datschenbesitzer Kündigungsschutz. Gestern Abend wurde im Bundestag beschlossen, der ist vorbei. Datschenbesitzer, die bislang fast unkündbare Verträge hatten, müssen nun ab dem 3. Oktober mit einer Kündigung und dem Verlust ihres Wochenendhäuschens rechnen. Für Brandenburg besonders wichtig, denn die meisten der betroffenen 500.000 Datschen befinden sich hier. Zwar ist keine Kündigungswelle zu erwarten, so der Verband der Grundstücksnutzer. Für Datschenbesitzer im Berlin-nahen Raum könnte es jedoch teurer werden. Wir haben im Umland von Berlin, im sogenannten Speckgürtel, eine sehr hohe Anzahl von Datschen-Grundstücken. Hier wird es weiterhin eine Nutzung geben, unter Umständen mit höheren Pachten. Damit muss man rechnen, weil jetzt ein entsprechendes Drohpotenzial durch die Möglichkeit der Kündigung aufgebaut werden kann. Denn dort sind Grundstücke begehrt, die Bodenpreise oft gestiegen. Wenn ein Grundstückseigentümer den Vertrag kündigt, muss er die Abrisskosten bezahlen sowie den Zeitwert der Bauten, Anlagen und Pflanzen ersetzen. Wie sieht es aus bei den Wohnungseinbrüchen? Sind die im letzten Jahr mehr oder weniger geworden? Wie viele Autodiebstähle gab es 2014 in Brandenburg? Und ganz wichtige Frage, wie häufig konnten die Täter geschnappt werden? Heute wurde die aktuelle Kriminalitätsstatistik vorgestellt. Da steht das alles drin. Michael Schon mit den wichtigsten Daten und Fakten. Brandenburg ist im letzten Jahr ein bisschen sicherer geworden. Ein winziges bisschen. 196.000 Straftaten, minus 0,6%. Allerdings ist auch die Aufklärungsquote gesunken. Nur 52,4% aller Fälle wurden gelöst. 2013 waren es etwas mehr, 54,2%. Damit liegt Brandenburg bei der Kriminalität immer noch ziemlich weit vorne im Ländervergleich. Platz 3 unter den Flächenländern. Vor allem Diebstahldelikte wie Einbrüche in Gartenlauben oder Wohnungen haben zugenommen, auf hohem Niveau. 84.700 Fälle plus 1,4% und die Aufklärungsquote sank auch noch von 28,3 auf 26,7%. Etwas besser sieht es beim Autodiebstahl aus, 3.028 Fälle minus 14% und mehr Täter gefangen hat die Polizei da auch, immerhin 30% Erfolgsquote. Ja, soweit die Zahlen. Und Zahlen lügen ja bekanntlich nicht. Bei Statistiken sieht das anders aus. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, hat Churchill angeblich mal gesagt. Im letzten Jahr gab es heftige Kritik an der Brandenburger Kriminalitätsstatistik. Da wurde manches schön gerechnet, so die Vorwürfe. Der neue Innenminister musste also wissen, dass er heute unter besonderer Beobachtung stand. Gabi Probst. Es schien kein guter Tag für Innenminister Karl-Heinz Schröter. Er musste eine Polizeistatistik präsentieren, die seit einem Jahr umstritten ist und die er deshalb mit großem Personalaufwand und Kosten korrigieren musste. Wir haben sehr sorgfältig alle Fälle noch einmal in die Hand genommen, die nach einer anderen Verfahrensweise in die Statistik eingegangen sind. Wir haben sie
neu bewertet. Zu der Korrektur wurde er gezwungen, weil der RBB vor einem Jahr öffentlich machte, dass mit dieser internen Handlungsanweisung der Polizeidirektion West eine Statistik seit 2013 erhoben wurde, die die Fallzahlen nach unten und die Aufklärungsquote nach oben schönte. Dieser Brandenburger Alleingang widersprach den bundeseinheitlichen Richtlinien. Viele Straftaten wurden einfach durch Zusammenfassen niedrig gehalten. Das musste man heute eingestehen. Die juristische Bewertung ist vorweggenommen worden und diese 10 Fälle sind zu einem Fall zusammenaddiert worden. Dem RBB liegt jetzt auch ein internes Papier dazu vor. Demnach wurden 10% der Gesamtdaten 2014 korrigiert. Und aus den Zahlen ergibt sich, gerade in den allgemeinen Diebstahlbereichen wie Garage, Keller, Bungalow, Gärten treten die größten Abweichungen zur alten Zählweise auf, von 10,5 bis 16,2%. Für Berufsverbände, Experten und die Opposition scheint das interne Papier sowohl eine Bestätigung für die Manipulation zu sein, aber auch dafür, dass die neue Zählung auch nicht valide ist. Man kann nicht nachträglich heilen hier in der Erfassung von Straftaten, was man damals falsch erfasst hat. Mangelhaft ist, dass 2013 leider nicht mehr überprüft werden kann. Das sehe ich auch erstmal als technisch nicht realisierbar an. Mit diesem Manko müssen wir leben. Dieses muss man aber im Hinterkopf behalten, um die Lage halt entsprechend sauber bewerten zu können. 2013 keine korrigierten Zahlen, 2014 eine mangelnde Korrektur. Man kann gespannt sein, wie der Innenminister künftig das Personal der Polizei aufstellen will. Denn das errechnet sich vor allem aus der Statistik. Und auch darüber spreche ich jetzt mit dem Innenminister. Guten Abend, Karl-Heinz Schröter. Guten Abend, Herr Platt. Herr Schröter, man kann den Eindruck gewinnen, dass in der Vergangenheit die Statistiken durchaus etwas schön gerechnet wurden. Warum? Was ist da der Eindruck? Spielte da die Polizeireform eine Rolle vielleicht? Sie wurden anders gerechnet. Und es gab dafür auch eine Grundlage, die ist aber sehr streitbeladen. Das Ergebnis wäre nicht grundsätzlich anders gewesen. Ich habe festgestellt, dass man diesen Streit vermeiden kann, wenn man die allgemeine Erfassung heranzieht. Deshalb tun wir das heute. Ich gehe davon aus, dass wir uns jetzt nicht mehr streiten müssen über den Weg der Erarbeitung. Man muss fairerweise sagen, Sie waren damals, als diese strittige Erfassung passierte, noch nicht im Amt. Auch das gehört dazu. Trotzdem hat man jetzt so ein bisschen ein Zahlenchaos. Den Eindruck kann man gewinnen. Und der Mann, der mitverantwortlich ist für dieses Zahlenchaos, der ist befördert worden zu ihrem wichtigsten Mitarbeiter vom damaligen Polizeipräsidenten zum Innenstaatssekretär. Wie passt das zusammen? Es sind 2014 Entscheidungen getroffen worden auf der Erkenntnislage von 2013 und 2014. Und nach allen mir zur Verfügung stehenden Informationen ist da nicht bösartig oder vorsätzlich manipuliert worden, sondern hat eine statistische Erfassung vorgenommen, die in Brandenburg ganz offensichtlich der richtige Weg zu sein schien. Ich habe aus der Diskussion der Vergangenheit entnommen, dass man da auch andere Möglichkeiten hat. Im Übrigen, was im Beitrag von Herrn Lakenmacher erwähnt wurde, dass man rückwirkend die Statistik des Jahres 2014 nicht korrigieren kann, das stimmt nicht. Wir haben all jene Fälle noch einmal angefasst, die in Frage kamen und haben vernünftig korrigiert, sodass das gegenwärtige Ergebnis der Statistik 14 total belastbar ist. Dazu stehe ich dann auch wirklich gerade. Mit Ihrem Namen. Jetzt müssen wir aber festhalten. Auf der einen Seite ist es so, dass die Werte aus der Statistik korrigiert wurden. Sie haben sich also für eine neue Zählweise entschieden. Und zum anderen, Sie haben sich für den Weg entschieden, wie es in ganz Deutschland ohnehin gemacht wird und auch vom BKA empfohlen wurde. Also Brandenburg ist da in der Vergangenheit seinen eigenen Weg gegangen. Sie haben das korrigiert. Deshalb nochmal die Frage, der Mann, der das verantwortet hat, dass Brandenburg sein eigenes Ding macht, der ist heute Ihr Staatssekretär. Stehen Sie voll hinter Arne Feuring? Ich stehe zu den gegenwärtigen Zahlen. Ich arbeite mit Herrn Feuring seit mehr als 5 Monaten nicht ganz ohne Erfolg zusammen. Ich hake nach. Und ich hatte gefragt, stehen Sie hinter Arne Feuring, nicht, ob Sie hinter den Zahlen stehen. Ich kann nur sagen, dass die gegenwärtige Situation auf dem Erkenntnisstand von 2015 fußt. Und ich kann nicht erkennen, dass in der Vergangenheit irgendetwas Vorsätzliches passiert ist, das Zahlen beschönigen sollte. Und das ist für mich zunächst einmal Grundlage aller weitergehenden Überlegungen. Das war, können wir aber auch festhalten, kein klares Ja und kein klares Nein.
Trotzdem herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio. Innenminister Karl-Heinz Schröter, Dankeschön. Gerne, vielen Dank. Das Gespräch haben wir am frühen Abend aufgezeichnet. Bundeswirtschaftsminister Gabriel rudert zurück, zumindest ein bisschen. Es gibt neue Hoffnungen für die Braunkohlebeschäftigten in der Lausitz. Dort herrscht seit Tagen große Aufregung, weil Gabriel hohe Abgaben für alte Kraftwerke plant. Das könnte ein schnelles Ende der Braunkohle in der Lausitz bedeuten. Heute haben sich in Berlin die Wirtschaftsminister der Länder mit Gabriel getroffen. Thomas Bittner. Kohle kontra Windkraft. Die Umweltschützer direkt vor dem Bundeswirtschaftsministerium fordern von Sigmar Gabriel, Kohlekraftwerke schnell abzuschalten. Einige Länderminister, die durch einen Seiteneingang zum Krisentreffen eilen, wollen genau das nicht. Vor allem Brandenburg und Nordrhein-Westfalen befürchten, dass die besonders hohen Strafzahlungen für alte Kohlekraftwerke mit viel CO2-Ausstoß ein schnelles Aus für die Braunkohle bedeuten würden, für eine ganze Industrie. Doch ganz so düster sieht es nach dem Treffen nicht mehr aus, weil Gabriel hinter verschlossenen Türen auf die Länder zugeht. Er will wohl nicht als Arbeitsplatzkiller gelten. Der Bund nimmt diese Sorgen sehr ernst und hat zugesagt, dass es zu keiner Lösung kommen wird, die zu einem Strukturbruch in der Lausitz führen wird. Wir haben verabredet, dass wir über alles auch noch mal neu reden können, also auch noch mal ein weißes Blatt Papier auf den Tisch legen. Brandenburgs Energieminister wird jetzt in einer Arbeitsgruppe mit Kollegen aus anderen betroffenen Ländern nach Ideen suchen, wie man die Klimaziele erreichen kann, ohne sofort Kraftwerke abzuschalten. Doch geht das? Die Klimaschützer vor dem Ministerium haben da große Zweifel. Es darf nicht verwässert werden. Das, was der Minister vorschlägt, ist der unterste Rand dessen, mit dem wir eine leise Chance haben, am Klimaziel zu kratzen. Es reicht eigentlich nicht aus. Wenn das verwässert wird, dann werden wir das Klimaziel nicht schaffen. Das ist ein Fakt. Denn von einem Ziel wird nicht abgerückt. In 5 Jahren müssen 22 Millionen Tonnen Kohlendioxid weniger in die Luft geblasen werden. Die Jugendweihe in Brandenburg ist nach wie vor ein Renner. Jedes Jahr feiern viele 14-Jährige den Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter. Eine Alternative zur Konfirmation oder Kommunion. Genauso war das auch gedacht. Damals, auf den Tag genau heute vor 60 Jahren, als die ersten Jugendlichen in der DDR ihre Jugendweihe erhielten. Michael Nowak erzählt die wechselvolle Geschichte dieser Feier. Mitte der 50er Jahre schwappte die Jugendweihewelle über die DDR. Land auf, Land ab bekannten sich Jugendliche unter Aufsicht der SED-Kader im festlichen Rahmen zum Sozialismus. Das Gelöbnis beim symbolischen Eintritt ins Erwachsenenalter. Die Jugendweihe war als Gegenstück zur Konfirmation gedacht. Die Jugendweihe ist eingeführt worden. In den 50er Jahren eine Auseinandersetzung mit der Kirche, um der Kirche sozusagen die Jugend wegzunehmen. In der DDR wurde die Jugendweihe zum Massenphänomen. Dabei ist sie eigentlich viel älter. Erfunden wurde sie schon um 1850 als nicht religiöse Mündigkeitsfeier. Daran knüpfen auch die heutigen Anbieter an. So laufen beim Humanistischen Verband in Frankfurt-Oder die Vorbereitungen für die diesjährigen Jugendfeiern, wie sie hier heute genannt werden. Deren Popularität ist ungebrochen. Man sieht es ja an der Annahme, dass sie offenbar zeitgemäß ist. Sonst würden wir ja unser Angebot nicht an die Jugendlichen bringen können. In der DDR sind ganze Generationen mit der Jugendweihe aufgewachsen. Rund 90% eines Jahrgangs nahmen in den 80er Jahren an ihr teil. Die meisten, weil sie wollten. Wer sich weigerte, musste allerdings mit Repressalien rechnen. Wenn man einen Beruf haben will, den bekommt man noch nicht. Und wenn manchmal bekommen Schüler auch Auszeichnungen, vielleicht nur die, die zur Jugendweihe fast gehen. Nach dem Mauerfall warf die Jugendweihe den politischen Ballast weitgehend ab. Was blieb, war der symbolische Schritt ins Erwachsenenleben und eine große Familienfeier. Im vergangenen Jahr nahmen in Brandenburg rund 5600 Jugendliche an der Jugendweihe teil. Zum Vergleich: evangelische Konfirmanden gab es 2400, katholische gar nur 350. Die Jugendweihe als klare Nummer eins. Na, ich glaube, das eine hat was damit zu tun, dass es wirklich eine Tradition ist. Also das, was in den Familien ja die Eltern schon hatten, vielleicht auch die Großeltern, geht dann irgendwie automatisch auch weiter nochmal an die Kinder. Zum anderen, glaube ich, hat sich die Jugendweihe ganz gut gemausert und wird wahrgenommen als ein relativ cooles Bildungsprojekt von Kindern und Jugendlichen. Und eins hat sich mit Sicherheit nicht verändert. Für viele Heranwachsende ist die Jugendweihe ihr Tag. Das erste Mal im Galadress, das erste Mal im Mittelpunkt. Das macht wohl die Stärke der Jugendweihe aus, auch nach 60 Jahren.
Nochmals Nachrichten. Die Stadt Potsdam will eine Ladenöffnung an diesem Sonntag trotz eines Verbots erlauben. Oberbürgermeister Jakobs habe wegen des herausragenden öffentlichen Interesses eine Ausnahmegenehmigung verfügt, teilte die Stadtverwaltung mit. Er setzt damit ein Verbot des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg außer Kraft. Das Gericht hat die Potsdamer Verordnung über die Ladenöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen für rechtswidrig erklärt. Denn laut Landesgesetz sind nur 6 verkaufsoffene Sonntage erlaubt. Potsdam wollte aber 10 zulassen. In unterschiedlichen Stadtteilen. Antenne Brandenburg feiert 25. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat die Landeswelle des RBB jetzt ihre 40 am meisten gespielten Hits auf einer Doppel-CD herausgebracht. Die große Frage: Kann man 25 Jahre auf 2 CDs pressen? Wir beweisen, man kann. Ein bunter Mix der schönsten Musik für Brandenburg. Unsere Musikmischung, die gibt es eigentlich kein zweites Mal in ganz Deutschland. Wir schaffen es, aktuellen Pop zu mischen mit Schlager, mit auch rockiger Musik. Und das alles insgesamt findet sich auf dieser CD wieder. Die CD gibt es ab sofort für 18,99 Euro im RBB-Shop und überall im Handel. In Marl in Nordrhein-Westfalen werden zur Stunde die Grimme-Preise für das Fernsehjahr 2014 überreicht. Die großen Gewinner sind in diesem Jahr die öffentlich-rechtlichen Sender, die alle 12 Auszeichnungen abräumten. Rund 900 Gäste haben sich zur feierlichen Gala in Marl eingefunden. Sie steht dieses Mal unter dem Eindruck des Flugzeugabsturzes in den Alpen. Mit einer Schweigeminute wurde deshalb zu Beginn der vielen Opfer aus Nordrhein-Westfalen gedacht. Insgesamt vergab die Jury 12 Auszeichnungen. In der Kategorie Information und Kultur erhielt die RBB-Produktion Nach Wriezen einen Grimme-Preis. Der Student der Potsdamer Filmuniversität Daniel Abmer begleitete 3 straffällig gewordene Jugendliche am Tag ihrer Entlassung aus der Haftanstalt Wriezen. Und er beobachtete die Jugendlichen mit der Kamera 3 Jahre lang, wie sie ihren Neuanfang wagten. So, jetzt bitte alle noch mal konzentrieren. Dieser Ausstellungstitel ist wirklich tricky. Landschaft, Landschaft. Also das Land, wir alle, schaffen uns unsere Umgebung. Städte, Flussläufe, Wiesen und Wälder, alles von uns gemacht, von Menschen. Jetzt braucht man nur noch so ein gutes Auge wie Ludwig Krause und auch sein Talent zum Zeichnen. Dann können Brandenburger Landschaften so aussehen. Heute wurde Krauses Ausstellung in Potsdam eröffnet. Julia Baumgärtel war mit dem Künstler unterwegs. Ein paar Striche genügen, mit leichter Hand gezogen. Und schon steht sie da, eine Stadtansicht von Luckenwalde. Ich zeichne im Grunde genommen Landschaften und Stadträume, städtische Räume, wo also nicht ein einzelnes Gebäude das Thema ist, sondern wie lebt man in der Stadt und wie sieht das aus? Szenen und Situationen, die der Stadt gerecht werden. Und die Bürger anregen, selber auch mal hinzugucken. So wie Luckenwalde hat der ehemalige Stadtplaner Ludwig Krause schon Dutzende Brandenburger Orte bereist und gezeichnet. Auch von oben, aus der Vogelperspektive. Haus für Haus, alles von Hand. Es braucht viel Geduld dazu und meine Frau erst recht. Es sind Großprojekte, die Ludwig Krause reizen. Das Oderbruch, ganz Potsdam, Berlin oder der Verlauf der Elbe auf 6 Metern. Das ist sein Format. Jetzt zu sehen im großen Waisenhaus zu Potsdam. Dazwischen hängen Bilder der Cottbusserin Katrin Günther, die am Rande eines Tagebaus in der Lausitz entstanden sind. Eine spannende Mischung. Und bei allem steht die Frage im Hintergrund, wie wollen wir leben? Gewichtig genug, um einen prominenten Redner zur Eröffnung zu locken. Ich kenne Ludwig Krause seit langer Zeit und bewundere einfach die Tatsache, dass er seine hochqualifizierte Arbeit als Stadtplaner, als Architekt einbinden kann in eine, ich sage es nochmal, für mich künstlerische Arbeit. Mir geht es darum, dass wir uns als Bürger dieses Landes mit dem Land identifizieren, dass wir merken, wir wohnen in einem schönen Land, wir wohnen in einem Land, was eine Geschichte hat, was hoffentlich auch eine Zukunft hat. Zu besichtigen übrigens noch bis zum 5. Juni. Ja, kommen wir zu einem anderen ausgewiesenen Brandenburg-Kenner, der schon über 1000 Orte persönlich besucht hat. Und dieses Wochenende kommt wieder ein weiteres Dorf dazu. Es geht nach
Schlagsdorf. Die Geschichte aus Schlagsdorf sehen wir dann am Sonntag ab 19.30 Uhr hier in Brandenburg aktuell. Damit sind wir beim Wetter. In Lübbenau ist morgen Startschuss für die Sommersaison. Die Kähne liegen bereit, die Fährmänner sind fit, fehlt nur noch schönes Wetter. Da haben wir unseren Sonnenschein geschickt. Johanna Jambor mit den Aussichten. Sie können das jetzt leider oder vielleicht Gott sei Dank nicht riechen, aber es riecht hier unglaublich nach Teer. Hier in Lübbenau früher das sichere Anzeichen dafür, dass der Frühling losgeht. Denn sobald die Kähne geteert wurden, dann war hier Saisonstart. Der Teer heutzutage ist umweltverträglicher und hat nicht mehr so einen starken Duft wie in früherer Zeit. Wenn im Frühjahr dann die Kähne geteert worden ist von den Kollegen, wo es ja wesentlich mehr Holzkähne gab, da lag immer hier im ganzen Areal Duftwolke. Und die Gäste haben sich nach und nach immer daran erinnert, dann ging die Kahnsaison los. Ja. Mhm. Hier muss der Kahn rein und dann muss der wieder quillen, damit das alles schön dicht ist, um die Gäste keine nassen Füße zu bescheren. Nun ist es so, dass wir eben halt so einen kleinen Kahnkurse machen. Ja. Und da möchten wir die Sache ohne Dach machen. Das sieht immer gut aus. Also morgen ohne Dach. Ohne nasse Füße und dafür müssen wir jetzt noch mal ein bisschen eine Weile arbeiten. Richtig, genau. Ich habe das verstanden. Morgen wird also mit einem Fest auf Sommerfahrplan umgestellt, doch die Stimmung passt es schon heute. Sie legen es aber heute drauf an, oder? Wie ist denn so das Frühlingsgefühl bei Ihnen gerade? Schön. Ich glaube, wir filmen uns gerade gegenseitig. Ja, toll. Da können wir uns heute Abend sehen. Und vom Abend zur Nacht, die wird ungemütlich regnen in ganz Brandenburg. Die Temperaturen liegen aber im Plusbereich. Für das Fest in Lübbenau heißt es morgen Daumen drücken. Es wird zwar nicht kalt, aber leichte Schauer sind möglich. Auch sie ist ein Hinweis darauf, dass hier die Saison losgeht, wenn Deutschlands einzige Postkahnfrau wieder unterwegs ist. Was war denn so das Skurrilste, was Sie mal mitgenommen haben? Im Kühlschrank war dabei die Hollywood-Schaukel, die berühmte. Im Karton verpackt. Also täglich sind es ja 8 Kilometer, die wir hier mit dem Kahn bewältigen. Und da kommt im Jahr ca. 1100 Kilometer zusammen. Ja. Das wäre eine Strecke zwischen Berlin und Helsinki. Und woher kriegen Sie diese Muskeln? Spreewälder Quark mit schönem Leinöl und ordentlich Zwiebeln. Ja. Guter Leinöl und Quark macht den Spreewälder und die Spreewälderin stark. Und die Spreewälder-Sonne auch noch dazu, aber da müssen wir noch ein bisschen warten, oder? Wisst ihr mal, wie sie werden, die Aussichten? Die werden super. Ich sehe da hinten schon, es reißt auf. Na, nicht ganz. Der Sonntag wird mild, aber regnerisch. Am Montag sind im Norden Gewitter möglich. Wir nähern uns also dem April und der Macht, naja, Sie wissen schon. Ja, und zum Ende wollte ich Ihnen noch mal unseren charmanten Bootsmann von heute vorstellen. Viele werden ihn kennen, Daniel Jorowitz von Antenne Brandenburg. Und du bist nicht nur Radiomann, du bist auch Hobbyfährmann. Kahnfähr-Hobbymann, genau. Kahnfähr-Hobbymann. Wir machen das noch mal. Und ich bin Kahnfähr-Hobbyfrau. Weißt du, wann für mich wirklich Frühling im Spreewald ist? Wenn die Gurken auf dem Kahn besser schmecken als woanders. In dem Sinne, tolles Wochenende, wa? Tolles Wochenende. Ja, lasst es euch schmecken. Vielen Dank, Johanna. Zum Schluss machen wir noch einen Abstecher an den Zeutnersee. So märchenhaft sieht es da am frühen Morgen aus. Brandenburg ist halt einfach ein Hingucker. Vielen Dank, Christian Kühn, für das schöne Foto. Das war's von uns. Aber Musikfreunde, aufgepasst. Wie immer folgt hier gleich die Tagesschau. Und danach, da gibt's was auf die Ohren. Um 20.15 Uhr die Hits der 80er Jahre mit Frank Zander. Ja, Ihnen viel Spaß dabei. Morgen dann hier wieder Marc Langebeck zusammen mit Manina. Ihnen einen entspannten Abend. Tschüss. Tschüss. Der Zorn mancher Bürger scheint keine Grenzen mehr zu kennen. Asylpolitik. Anonyme Anrufer bedrohen den Bürgermeister von Pirna. Lebenshilfe. In Elstra lernen Schüler auch etwas über Mietrecht und Steuern. Und Kostbarkeiten. Leipzig blickt auf 500 Jahre Druck- und Verlagswesen zurück. Und jetzt der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Andreas Roog. Einen schönen guten Abend. Als Anfang des Monats ein ehrenamtlicher Bürgermeister in Sachsen-Anhalt zurücktrat, weil er bedroht worden war, da gaben sich alle erschüttert und versprachen, auch Kommunalpolitiker müssten geschützt werden. Doch was ist dieses Versprechen wert?
Inzwischen wurde bekannt, dass Drohanrufe offensichtlich keine Ausnahme sind. Auf der Liste der Betroffenen stehen der Landrat von Bautzen, der Chef der Landeszentrale für politische Bildung, die Oberbürgermeister von Kamenz, von Schneeberg und Leipzig und inzwischen auch der von Pirna. Pirnas Oberbürgermeister hat derzeit viel Gesprächsbedarf. Denn vorgestern Abend hat er völlig neue Erfahrungen gemacht. Bei sich zu Hause wurde er wegen seines Engagements in der Asylpolitik unter anderem durch einen anonymen Anrufer massiv bedroht und beleidigt. Die Beleidigung beruht darin, dass gesagt worden ist, ihr Schweine. Na, also auf die Familie bezogen, das ist die Beleidigung. Und die Nötigung ist, das war auch, glaube ich, in der Pressemitteilung, dass man versucht hatte, mit so einem Panzerkettenschloss zu realisieren, dass ich aus dem Grundstück nicht mehr rauskomme. 2 Stunden vor diesen Taten fand auf dem Marktplatz von Pirna eine Demonstration der NPD gegen vermeintlichen Asylmissbrauch statt. Oberbürgermeister Hanke zeigte Flagge dagegen und ließ auch die Beleuchtung am Marktplatz ausschalten. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist bisher völlig offen. Das operative Abwehrzentrum, kurz OAZ, das auf extremistische Straftaten spezialisiert ist, ermittelt. Im Innenministerium wurde heute entschieden, dass hier nun konzentriert alle Bedrohungen von Mandatsträgern verfolgt werden sollen. Ich sehe das ja auch als extremistisch an, wenn einer da diese Mandatsträger bedroht. Das ist ja völlig abwegig und ist überhaupt nicht hinnehmbar, dass man diese Menschen da in der Weise bedroht. Und wir wollen einfach die Mandatsträger schützen. Und jeder muss wissen, wenn er an die Mandatsträger rangeht, dass er jetzt mit dem OAZ zu tun hat. In Sachsen sind in den letzten Wochen mehrere Mandatsträger massiv bedroht worden. Auch Leipzigs Oberbürgermeister war zeitweilig unter Polizeischutz. Ich habe in der Tat sehr viele Morddrohungen erhalten, insbesondere im Zusammenhang mit den Legida-Demonstrationen von ganz rechts außen, von neonazistischen Gruppen. Ich habe über 30 Morddrohungen erhalten. In Pirna gehen die Meinungen darüber, wie die Drohungen gegen ihr Stadtoberhaupt einzuschätzen sind, weit auseinander. Ist erschreckend eigentlich, weil es ist ein aktuelles Thema zwar, aber man muss da anders umgehen, damit kann man ja nicht so seine Reaktion zeigen. Also schon beschämend, denke ich. In sein Haus würde er bestimmt keinen aufnehmen. Er hat nämlich ein sehr schönes Haus. Und da würde er keinen aufnehmen. Aber die Bürger, die sollen damit fertig werden. Pirnas Oberbürgermeister will sich in jedem Falle nicht einschüchtern lassen. Er will trotz Drohungen an seinem Kurs in der Asylpolitik festhalten. Wenn die Bundeskanzlerin sich selbst beim Wort nehme, dann müsste sie jetzt zurücktreten. Denn vor 2 Jahren hatte sie ja öffentlich erklärt, mit mir wird es keine Maut geben. Doch genau die wurde heute vom Bundestag beschlossen. Ab kommenden Jahr werden also auch Pkw-Fahrer eine sogenannte Infrastrukturabgabe zahlen müssen. Doch mit dem heutigen Beschluss ist die Diskussion über die Maut noch lange nicht zu Ende. Ich bin prinzipiell dafür, weil in Europa einheitliche Regeln vorhanden sein müssen. Ist schon okay so, wir müssen es ja in Frankreich und überall auch machen. Zahlt er schon genug Steuern und nur Versicherungen? Was soll ich noch den Maut bezahlen? Begreife ich nicht. Die Meinung auf Dresdens Straßen, ganz unterschiedlich zu dem, was da heute Mittag als Eilmeldung kam. Der Bundestag sagt ja zur Maut. Damit schaffen wir Unabhängigkeit, mehr Planbarkeit, mehr Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Straßen. Jeder Autofahrer soll ab 2016 zahlen. Nicht nur Ausländer, auch Inländer. So der endgültige Kompromiss. Eine Jahresvignette ist für deutsche Fahrer Pflicht und wird berechnet nach Größe, Hubraum und Klimafreundlichkeit des Autos. Die Extrakosten soll die Kfz-Steuer ausgleichen. Ein Beispiel. Zahlt ein kleiner, umweltfreundlicher Polo jetzt eine Steuer von 52 Euro, geht die Maut mit etwa 28 Euro runter, bleiben 24 Euro. Der sehr viel größere BMW, ein Diesel, knackt die Mauthöchstgrenze von 130 Euro, auch die geht von der Steuer ab. Sehen Sie an, in Österreich oder in der Schweiz, da gibt es die Vignette und damit ist das ganze Thema erledigt. Aber nein, wir müssen das wieder graduieren, um das Ganze möglichst kompliziert und aufzubauen. Die Vignette für Ausländer, abhängig von Fahrzeug und Aufenthalt, kostet zwischen 5 und 30 Euro. Wir haben Bedenken gegen die Maut, weil die Maut ausländische Bürgerinnen und Bürger diskriminiert. Und Sachsen ist da als Bundesland mit einer langen Grenze besonders betroffen.
Die Angst, Touristen könnten ausbleiben. Dazu kommt der Mix von Steuer und Maut. Europa will das Gesetz prüfen. Unterm Strich zahle nur der Ausländer. Das könne diskriminierend sein. Und deshalb kann es sein, dass der Europäische Gerichtshof diesen Steuervorteil kippt. Und dann müssen alle die Maut zahlen. Anders als politisch versprochen von SPD und CDU. Ich habe da Vertrauen in das Bundesverkehrsministerium. Dort arbeiten Profis und die werden das europakonform machen. Die Pkw-Maut wird weiter diskutiert. Riesenmurks, Schwachsinn, Koalitionsgeschenk. Was sie am Ende wirklich bringt, zeigt sich wohl erst ab 2016. Und während der Bundestag heute also die Maut, also die Infrastrukturabgabe, beschlossen hatte, wurde im Bundesrat über eine Emissionsabgabe gestritten. Geht es nach Bundeswirtschaftsminister Gabriel, dann sollen Betreiber von Kohlekraftwerken, die 20 Jahre und älter sind, wegen ihres CO2-Ausstoßes zur Kasse gebeten werden. Gabriel spricht von einer Klimaschutzabgabe. Sachsens Ministerpräsident aber sieht darin eine Strafabgabe. Kohlendioxid gilt als Treibhausgas. Dessen Ausstoß, wie im Braunkohlekraftwerk Boxberg, soll reduziert werden, so der Plan der Bundesregierung. Eine CO2-Abgabe für Kohlekraftwerke soll es richten. Im Bundesrat warnte heute Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich vor den Auswirkungen einer solchen Klimaschutzabgabe, besonders in der Lausitz. Das heißt dann also die Gefahr für die Arbeitsplätze, das heißt Gefahr auch für die Region, dass im Prinzip eine Industrie wegbricht, die bisher dominierend strukturprägend war. Betroffen von der Klimaschutzabgabe wären vor allem die Vattenfall-Kraftwerke in Lippendorf, Boxberg, Schwarze Pumpe und Jenschwalde. Darum gingen in dieser Woche rund 4000 Energiebeschäftigte auf die Straße. Sie haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Denn durch die staatliche Abgabe würde Braunkohlestrom teurer und unverkäuflich. Lausitzer Kraftwerke und Tagebaue müssten laut Vattenfall bis 2025 komplett schließen. Wir finden die Debatte nicht fair, weil es hier einseitig um die Braunkohle geht und anscheinend aus länderspezifischen Interessen heraus zum Beispiel die Steinkohle nicht so mit berücksichtigt wurde bei den bisherigen Planungen der Bundesregierung. Und da bitten wir schon um Fairness. Um die Zukunft der Braunkohlekraftwerke ging es darum auch am Nachmittag bei einem Treffen der Wirtschaftsminister aus Bund und Ländern. Die große Angst, müssen die Kohlemeiler dicht machen? Ja, ein Beitrag von Rico Herkner war das und der ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir haben es gerade gehört, es gab die Runde der Wirtschaftsminister am Nachmittag. Was ist dabei rausgekommen? Also Verhandlungsteilnehmer berichten, dass dieses Klimaschutzpapier vorerst vom Tisch ist. Das heißt aber, dass es trotzdem weiter existiert. Also diese Mechanik, die in diesem Papier steckt, die wurde rausgenommen. Und man hat jetzt einen weißen Zettel vor sich und wird überlegen, wie kommen wir da hin, dass wir Kohlendioxid einsparen, nämlich diese 22 Millionen Tonnen, über die so viel diskutiert wurde. Aber es ist ja nicht zu erwarten, dass Sigmar Gabriel von seinen Klimaschutzzielen zurücktreten wird, oder? Das ist nicht zu erwarten, das hat er heute auch noch mal gesagt. Diese 22 Millionen Tonnen Klimagaseinsparung, insbesondere Kohlendioxid, die muss kommen. Und die wird auch kommen, denn die Kanzlerin will ja beim Klimagipfel mit Tatsachen dastehen vor der Welt und zeigen, dass sie ein gutes Ergebnis hier in Deutschland erreicht. Also dann wird man in der Energiebranche sicherlich überlegen, wie man das verteilen wird, diese 22 Millionen Tonnen. Und da wird es heiß hergehen zwischen Nordrhein-Westfalen, zwischen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Und was heißt das jetzt für die sächsischen Kraftwerke? Also wir haben ja Lippendorf und Boxberg. Was heißt das für die sächsischen Standorte? Na, wenn man Vattenfall glauben darf, dann hieß das ja zunächst, dass Boxberg 2, also dieses alte Kraftwerk, was ja schon 40 Jahre läuft, 2017 geschlossen werden muss. Das wäre dann wohl, so sieht es derzeit aus, muss man mal ganz vorsichtig sagen, wohl vom Tisch. Genau das Gleiche auch für Lippendorf. Diese Schließung ist dann auch vom Tisch. Wenn das auf breitere Schultern verteilt wird, dann heißt das, die Perspektive wird länger. Die Kohlekumpel und die Energiearbeiter können also länger damit rechnen, dass sie eine Arbeit in der Energiebranche haben. Und damit ist auch dieser Druck heraus, der die Leute heute und in den vergangenen Tagen auch auf die Straße getrieben hat. Aber verhandelt werden soll schon nächste Woche weiter? Ja, da gibt es schon erste Termine. Stanislaw Tillich, der Ministerpräsident von Sachsen, er kündigte heute an, dass er sich schon am Montag dazu mit Sigmar Gabriel verständigen wird. Und dann gibt es eine gemeinsame Kabinettsklausur in Görlitz, da werden sich die Brandenburger treffen, aber auch die Sachsen. Und die sind ja da dicht beieinander, weil sie die gleichen Interessen haben. Ne? Es sieht ganz so aus und schließlich war ja Görlitz auch mal preußisch. Und da wird man wohl das Thema Kohle noch mal ansprechen. Einschätzung und Information von Rico Härtner. Vielen Dank.
Die Deutsche Bahn bleibt immer häufiger auf der Strecke. Dort nämlich, wo Verbindungen im Regionalverkehr neu ausgeschrieben werden. Zwischen Hoyerswerda und Niesky fährt inzwischen die ODEC. Zwischen Dresden und Görlitz rollt die Vogtlandbahn. Und zwischen Leipzig und Chemnitz wurden heute die Weichen neu gestellt. Doch Kritiker warnen, nicht nur die Deutsche Bahn bleibe hier auf der Strecke, sondern auch einige Bahnstandards. Der neue Anbieter auf der Strecke zwischen Chemnitz und Leipzig ist die zur Transdev GmbH gehörende Mitteldeutsche Regiobahn. Mit dem Fahrplanwechsel Ende des Jahres sollen deren Züge den Bahnverkehr zwischen den beiden Städten gewährleisten. Das Unternehmen hat den Zuschlag erhalten, weil die Vergabekriterien heruntergesetzt worden waren. Das Runterschrauben der Vergabekriterien ist ursächlich darin zu suchen, dass wir natürlich vielen Bietern ermöglichen wollen, an dem Verfahren teilzunehmen. Und da wir aber relativ wenig Zeit haben auf dieser Strecke und auch infrastrukturelle Voraussetzungen quasi nur Dieselfahrzeuge zulassen und bisher Neigetechnikfahrzeuge gefahren sind. Für die Neigetechnikfahrzeuge gibt es auch nur einen Anbieter. Will ich mehrere haben, muss ich natürlich ein paar Voraussetzungen schaffen, dass auch andere teilnehmen können. Mit ihrem Angebot habe die Mitteldeutsche Regiobahn deutlich unter dem von der Deutschen Bahn gelegen. Stündlicher Zugverkehr und Ticketpreise bleiben gleich. Die Fahrzeit ändert sich nur marginal. Dennoch hat Klaus-Peter Schölzke von der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer Bedenken. Die Mitarbeiter bei der Deutschen Bahn Regio sind natürlich jetzt schockiert. Sie haben Angst vor Arbeitsplatzverlust. Und sie sind vor allen Dingen enttäuscht, dass der zuständige Zweckverband keine sozialen Standards in der Ausschreibung hinterlegt hat, wie beispielsweise branchenübliche Tarifverträge oder die Übernahmeverpflichtung zum neuen Betreiber. Rund 40 Mitarbeiter sind davon betroffen, denn die Mitteldeutsche Regiobahn bringt eigenes Personal mit auf die Strecke. Der neue Anbieter verspricht jedoch, bei den Gehältern keine Abstriche zu machen. Wir haben im Übrigen in unserem großen Unternehmen Transdev, was unsere große Mutter ist in Deutschland letztendlich, Transdev GmbH, entsprechende Rahmentarifverträge und daraus entwickeln sich entsprechende Haustarifverträge für die einzelnen Unternehmen, sodass also die Personale mit einem Tarifvertrag rechnen können, der auch mit den Gewerkschaften entsprechend abgeschlossen ist. Wie komfortabel die Kunden in den neuen, aber bereits gebrauchten Zügen reisen werden, wird sich Ende des Jahres zeigen. Fest steht, dass die Mitteldeutsche Regiobahn ohne Neigetechnik fährt, obwohl die Strecke nur dafür erst vor ein paar Jahren für über 100 Millionen Euro saniert worden ist. Die ersten Teilnehmer von Jugend forscht bekommen bereits ihre Rente ausgezahlt. 50 Jahre wird der Wettbewerb in diesem Jahr alt und noch immer stehen die jungen Erfinder Schlange. Die besten Sächsischen treffen derzeit in Leipzig beim Landesausscheid aufeinander. Sie schrauben, kleben, probieren bis zur letzten Minute. Die Jugendforsch-Teilnehmer, die es bis in den Landesausscheid geschafft haben, sind kleine Spezialisten. Sie haben Roboter gebaut, das Verhalten von Bienen erforscht oder Bewegungsabläufe beim Sport analysiert. Heute geht es um alles, wenn sie ihr Projekt der Jury vorstellen. Ich bin ein bisschen nervös, weil es nicht alles geklappt hat. Es funktioniert nicht alles, leider. Mal sehen. Ja, ich bin schon ziemlich aufgeregt, dass das alles funktioniert und dass halt eben klappt, was ich vorstellen will. Mal sehen. Also ich hoffe, es wird gut. Der sächsische Landesausscheid von Jugend forscht findet im Leipziger BMW-Werk statt. Viele große Industriebetriebe nutzen den Wettbewerb auch, um talentierten Nachwuchs zu finden. Nach der offiziellen Eröffnung wird es ernst. Unter den kritischen Augen der Juroren zeigen die Mädchen und Jungen, was sie geschafft haben. Die Laufmaschine von Willi Tschiebsch zum Beispiel könnte durch enge Zwischenräume zu Verschütteten vordringen. Und ich bin damals einem Hundefüßler begegnet, der über so eine Glasscheibe drüber geklettert ist. Und da habe ich mich gefragt, wie macht er das eigentlich, weil der hat ja keine haftende Oberfläche. Und habe ich dann näher mit seinem Bau beschäftigt und mit seinem Bewegungssystem. Und meine Laufmaschine kann zum Beispiel unter Rohren durchklettern, es kann über Schuttberge drüber klettern. Die ganz verschiedenen Projekte aus Biologie, Chemie, Physik oder Informatik zu bewerten, ist auch für die Jury alles andere als einfach. Das alles Entscheidende ist die gute Idee. Die gute Idee, die man möglichst selber gehabt haben soll und die man jetzt natürlich so präsentieren muss, dass die anderen das verstehen, was man sich ausgedacht hat. Anschließend sehen die jungen Tüftler, wie eine moderne Autofabrik funktioniert und welche Technik unter der Haube eines Hybridwagens steckt. Wer von ihnen Sachsen beim Bundesfinale von Jugend forscht vertreten darf, das wird die Jury morgen bekannt geben.
Nach dem Anschlag auf das Gebäude der Landeszentrale für politische Bildung in Dresden hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um einen 23-jährigen Dresdner. Der junge Mann sei in der Tatnacht in der Nähe der Bildungseinrichtung kontrolliert worden. Dabei habe er versucht, vor den Beamten zu fliehen. Angaben zur Person des Verdächtigen machte die Polizei nicht. Und nun weitere Nachrichten dieses Tages. Hersteller von Plauner Spitze pleite. Die Auerbacher Firma Gerber Spitzen und Stickereien hat einen Insolvenzantrag gestellt. Der Geschäftsbetrieb mit 26 Mitarbeitern werde aber fortgeführt, so der Insolvenzverwalter. Es würden intensive Gespräche mit Kunden geführt. Das Unternehmen produziert seit 1906 Spitzen sowie Tischwäsche und Gardinen unter dem weltbekannten Markennamen Plauner Spitze. Datschenschutz läuft aus. Der spezielle Kündigungsschutz für ostdeutsche Kleingärten wird nicht verlängert. Das hat der Bundestag beschlossen. Damit können Grundstücksbesitzer ab Oktober die in der DDR geschlossenen Pachtverträge kündigen. Außerdem können sie von den Pächtern den kostenpflichtigen Abriss der Wochenendhäuser verlangen. Eine Kündigungswelle erwarten Eigenheimverbände aber zunächst nicht. Die meisten Grundstücke seien anderweitig nicht rentabel nutzbar. Schwarzarbeit nimmt zu. In Sachsen ist dadurch im vergangenen Jahr ein Schaden von knapp 20 Millionen Euro entstanden. Laut Zoll sind das rund 4,5 Millionen Euro mehr als 2013. Häufigste Vergehen seien nicht gezahlte Steuern und Sozialabgaben sowie die Nichteinhaltung des Mindestlohns. Dagegen sei die sichergestellte Menge Rauschgift im vergangenen Jahr gesunken auf rund 230 Kilo. Den Schulabschluss in der Tasche, aber vom Leben keine Ahnung. Spätestens seit die Aussage einer 18-Jährigen im Internet die Runde machte, sie könne zwar Gedichte in 4 Sprachen analysieren, aber wisse nichts von Mieten und Versicherungen, wird darüber wieder diskutiert, was lernen die Kinder in der Schule? Wie kann man Selbstständigkeit besser fördern? In Elstra wird darüber nicht geredet, da wird gehandelt. Björn Kofinke kennt das wahre Leben und darauf will er die Zehntklässler in Elstra in der Oberlausitz vorbereiten. Kurz zum letzten Mal hat man ja die erste eigene Wohnung und das erste eigene Auto durchgenommen. Was haben wir gesagt zu Pi mal Daumen, was kostet die erste eigene Wohnung, mit was muss man rechnen? Miete, Versicherung, Steuern. Bisher kümmern sich die Eltern um all diese erwachsenen Sachen. Doch schon bald heißt es, sich von zu Hause abzunabeln. Da sollte man wissen, dass Warmmiete nicht nur, wenn es warm ist, gezahlt wird und dass mit Kfz-Steuer nicht das Lenkrad gemeint ist. Ja, ich denke mal, dass man hier in den 1,5 Stunden, die man immer in der Woche hat, mehr lernt als in den 10 Jahren, die man in die Schule geht. Die Zahlen vor allem für die erste eigene Wohnung fand ich sehr erschreckend, wie groß die sind für Strom, Wasser, Miete, Fernseher, ganzen Medien, Internet. Björn Kofinke ist Hauptamtsleiter in Elstra und hat sozusagen schon von Amts wegen mit jugendlicher Ahnungslosigkeit zu tun. Kaum wird das Hotel Mama verlassen, glauben viele junge Erwachsene, irgendjemand vom Amt wird sich schon um alles kümmern. Sein Vorschlag, einmal in der Woche den Schülern Lebenshilfe zu erteilen, kam bei der Schulleitung deshalb bestens an. An sich ist es eigentlich Aufgabe der Eltern, aber unsere schnelllebige Zeit bringt es einfach mit, dass vieles auf der Strecke bleibt. Und wenn es nachgefragt wird und wir das hier so anbieten können, dann tun wir das gerne, weil es wird wirklich gebraucht, das merken wir. Kein Mathelehrer zieht die Schüler so in seinen Bann wie Herr Kofinke mit seiner Rechnung. Heute geht es um Bruttolohn und was davon am Ende übrig bleibt. Was ziehen wir denn so in Deutschland ab? Wer will denn alles Geld von meinem Einkommen haben? Die Schüler staunen, Ernüchterung macht sich breit. Vom Finanziellen her würde ich bis zum Ende meines Lebens natürlich bei meinen Eltern bleiben. Aber so würde ich denken, dass ich mir die Entscheidung nochmal gründlich durch den Kopf gehen lasse. Das nächste Thema wird besonders großen Anklang finden. Es geht um Party machen, wie plane ich ein Fest. Die Einzugsfeier in der ersten eigenen Wohnung will schließlich selbst organisiert sein. Allein schon deshalb werden nächste Woche alle wiederkommen zur Nachhilfe in Sachen Alltag. Und zwar freiwillig. Am heutigen Tag wurde in der sächsischen Behindertenmedizin ein großer Schritt gemacht. Denn Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch startete die Bauarbeiten am Epilepsiezentrum in Kleinwachau bei Radeberg.
Bisher sind hier ein Krankenhaus, eine Behindertenwerkstatt und eine Schule untergebracht. Nun wird das Zentrum um eine hochmoderne Behandlungsstation erweitert. Auf ihr sollen künftig Patienten versorgt werden, die gleichzeitig unter Epilepsie und schweren Behinderungen leiden. Sie benötigen besonders intensive Betreuung, da sich die Patienten oft nur schwer artikulieren können. Adina Riegmann hat eine solche Patientin besucht. Cornelia Weber kennt sich aus mit Krankenhäusern. Sie ist dort oft Patientin. Seitdem sie als 12-Jährige auf dem Fahrrad von einem Auto angefahren wurde. Das war vor 25 Jahren. Seitdem ist Cornelia Weber links spastisch gelähmt und Epileptikerin. Seit diesem Tag kann sie auch nicht mehr richtig sagen, ob ihr was, wo und wie wehtut. Von sich raus kann sie es nie. Sie braucht dann schon immer jemanden, der das erklärt. Sie sagt dann zwar, ihr tut die linke Schulter weh. Du hast im Bett auf der linken Schulter gelegen und so. Und wenn ich da, tun wir mal ein bisschen einschmieren mit einer Creme. Wenn ich dann komme, wo sind die Schmerzen? Nö, ich habe keine. Das bleibt in einem normalen Krankenhaus nicht folgenlos. Cornelias Mutter berichtet immer noch erschrocken von einem Vorfall, als die Tochter wegen einer Erkrankung wieder einmal Hilfe benötigte. Ich hatte dort mal eine Schwester gefragt, auch wie ist es denn mit Cornelia, hat sie Anfälle? Das weiß ich doch nicht. Die sind lieb, die haben ihre Arbeiten, na? Aber mit den Anfallsgeschehen haben sie nicht so eine Feeling dafür, würde ich sagen. Auch deshalb entsteht für Patienten wie Cornelia Weber im sächsischen Epilepsiezentrum Kleinwachau ein weiteres Haus mit 12 Betten. Die neue Station bietet eine noch höhere Qualität in der Pflege und Betreuung, anders als im alten Krankenhaus. Wenn dort auf dem Flur oder in den Räumen Anfälle passieren, haben wir große Mühe, die zu beobachten und dann auch zu Hilfe zu kommen. Wenn Sie das konzipieren und wir haben sozusagen vor ein rundes Gebäude, also einen runden Flur und kurze Wege zu den Schwesternzimmern und auch zu den Patienten zu haben, dann sind sie viel, viel näher an den Menschen dran. Doch kurze Wege sind nicht das einzige Plus der neuen Station. Einher geht auch die gezielte Beobachtung der geistig behinderten Patienten durch das Personal. Wir hatten zum Beispiel einen jungen Mann, der hat rückwärts gesprochen. Und das hat nur die Beobachtung eines Heilerziehungspflegers herausgebracht, der sich die Mühe gemacht hat, was bedeutet das? Solche Dinge gibt es und die erfordern viel, viel mehr Arbeit, als wenn sie in der Praxis oder in einer allgemeinen Krankenhaussituation jemanden befragen. Möglich wird solch intensive Betreuung auch für Cornelia Weber in Kleinwachau ab Ende 2016. Dann soll der Neubau fertig sein. Die Leipziger Buchmesse ist gerade zu Ende gegangen. Da will die Stadt wieder mit Büchern beeindrucken. 500 Jahre lang war Leipzig das Zentrum der Verlage, Druckereien, Buchbindereien und des grafischen Maschinenbaus. Es gab Zeiten, da kam die Hälfte aller Bücher aus der Messestadt. Präzise, kraftvoll, heute noch funktionsfähig. Maschinen, die Leipzigs Bücher, Zeitungen, Grafiken oder Noten herstellten. Im Museum für Druckkunst zeigt man jetzt, welche Firmen, welches Know-how Leipzig zu der wichtigsten Metropole der Druckkunst in Europa machte. So die Zeit um 1900 bis eigentlich zum Beginn des Zweiten Weltkriegs war Leipzig wirklich Druck- und Verlagsmetropole und hat sämtliche Superlative in sich vereint. Schon um 1480 ließ sich in Leipzig der erste Drucker nieder. Später brachte Luther hier seine Schriften raus. Und im Jahre 1660 wurde die erste Zeitung der Welt in Leipzig verkauft. Raritäten, die in der Ausstellung zu sehen sind, wie diese Enzyklopädie, auch die erste ihrer Art von 1732. Zu allen möglichen Bereichen dieser Zeit, also über Pflanzen, über Tiere, über Städte, also wirklich, wie man sich auch ein modernes Lexikon vorstellen kann, alphabetisch geordnet, gibt es etwa 670.000 Artikel in diesen 64 Bänden. Gründungsgeist, Innovationsfreude, hunderter Unternehmer ließ eine einmalige Dichte an polygraphischen Firmen entstehen. Sie schufen die Voraussetzung, dass jedes zweite Buch Anfang des 20. Jahrhunderts aus Leipzig kam. Bei den Musiknotendrucken brachte es Leipzig auf 80% der weltweiten Produktion. Eine Firma, heute vergessen, war damals in allem führend, C.G. Röder. Ich hatte
unlängst ein Gespräch mit einem Gewandhausmusiker und als der Name Röder fiel, strahlten die Augen dieses Geigers und er sagt, ja, Rödernoten. Und da kann man sagen, dieses sogenannte sprichwörtliche gestochen scharfe Notenbild, das kommt eben vom Notenstich, das ist die Grundlage, das zeigen wir auch. 500 Jahre Druck- und Verlagsstandort Leipzig, das ist wirklich beeindruckend. Ab morgen im Museum für Druckkunst Leipzig. 1685. Die wenigsten werden sich noch daran erinnern. Vor Mauretanien eroberten die Brandenburger eine Kolonie. In Eisenach wurde Johann Sebastian Bach geboren und in Torgau eröffnete ein Spielwarengeschäft. Warum erzähle ich Ihnen das? Die Kolonie, die war schon nach gut 30 Jahren wieder weg. Bach starb nach 65 Jahren. Doch das Spielwarengeschäft in Torgau gibt es auch nach 330 Jahren noch. Ja, wo sind sie denn? Jörg Löbner schaut nach Kundschaft für Deutschlands ältesten Spielzeugladen. Der hat immerhin schon 11 Generationen der Löbners ernährt. Nun ist mit Sohn Ingo die 12. Generation dran. 330 Jahre Firmengeschichte machen stolz. Meine ganzen Urgroßväter sind hier namentlich erwähnt. Es ist, sie waren teilweise, wie Sie das so sehen, auch nicht so gerade sehr einfallsreich, was die Vornamen betrifft. Und ist auch wirklich bewiesen mit Geschäftstagebüchern und, dass jeder dieses Geschäft mit Erfolg geführt hat. Mit solchen selbstgebauten Puppen machten Löbners einst die Torgauer glücklich. Später wurde Blechspielzeug der Renner und in der DDR weiteten sich Kinderaugen bei solchen Spielzeugküchen. Heutzutage hebt man sich mit besonderem Holzspielzeug von großen Spielwarenhändlern ab und auch mit DDR-Klassikern wie solchen Autos oder dem Metallbaukasten. Dieser Mann ist Stammkunde sowie schon seine Vorfahren. Der Rodeschlitten zum Beispiel wurde gekauft. Hier die Metallbaukästen hier hinten, an dem für sich alles was. Ein paar Skier auch noch, nicht zu vergessen, ein paar Skier aus Holz noch waren die noch. Die Erfolgsformel der Löbners lautete, immer mit der Zeit gehen. Und so haben sich Vater und Sohn in den Internethandel gestürzt. Der ist mittlerweile lukrativer als der Laden. Im ganz normalen, traditionellen Spielwarenladen hat man seine Probleme. Ja? Da ist die Konkurrenz ganz einfach zu groß, die Konkurrenz auf der grünen Wiese und auch die Konkurrenz im Internet. Das Internet, das mittlerweile den Laden über Wasser hält, hat ihm noch eine neue Erkenntnis verschafft. Löbner in Torgau sei nicht nur der älteste Spielzeugladen in Deutschland, sondern... Es gibt kein älteres Geschäft in der ganzen Welt. Es gibt wirklich kein älteres Spielwarengeschäft in der ganzen Welt. Jedenfalls keines, das seit 330 Jahren immer vom Vater auf den Sohn übergeben wurde. Liebe Zuschauer, es gibt Landesteile, in denen Sie morgen Ihre Frühlingsgefühle erstmal mit dem Schneeschieber freilegen müssen. Ich wünsche Ihnen trotzdem ein erholsames Wochenende. Tschüss.